Lieben zu Resident Evil 7. In der letzten Folge sind wir nach draußen gekommen, wo wir zu unserer großen Freude der Mutti begegnet sind. Und einigen sehr ekligen Viechern. Spinnen, Riesenmoskitos und Kakerlaken und anderen Viechern, die, glaube ich, einigen von euch das Blut in den Adern gefrieren gelassen haben. Diesmal werden wir versuchen, das Serum von der Mutti zu stehlen. Um uns irgendwie heilen zu können. Dafür benutzen wir diese schicke Steinstatue. Das kennen wir inzwischen schon, zum Glück. Weil wir das schon in dem Tape gemacht haben. Und auf zur nächsten Geheimtür. Allerdings in dieser Geheimtür wurden wir im Tape von der Mutti erwischt. Und das gefällt mir ja nur gar nicht. Hä? Achso. Ich hoffe, das passierte uns diesmal nicht. Und endlich können wir die Taschenlampe anmachen. Ich kann noch nicht zurückgucken. Ich hab's gerade mal versucht. Mist, 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 Mist! Oh, jetzt wird's eklig. Jetzt wird's richtig eklig. Okay, los geht's. Ja, scheiße! Ach du Scheiße! Ja, wirklich scheiße! Oh, ist das widerlich. Oh, wir sind drüben. Wir sind rübergekommen. Juhu. Und Kraut. Kraut können wir immer gebrauchen. Mit Kraut sollten wir auch immer ein kleines Extra-Täbchen übrig haben in unserem Inventar. Weil das kann immer helfen. Oh, wo geht's denn hier lang? Vielleicht ein Shortcut? Gucken wir mir eben nach. Oh, wo sind wir? Ah, hier wurden wir erwischt von der Frau im Tape. Uah! Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wofür auch immer wir eine Kurbel brauchen. Werden wir sicher mal rausfinden. Okay, mehr ist hier nicht. Guck mal, im Tape konnten wir diese Kurbel nicht verwenden. Brauchen wir dringend. Ich glaube, wir brauchen eigentlich noch eins. Wow! Die Viecher nur mal her, ey. So langsam frage ich mich das wirklich. Okay, er speichert, das ist schön. Die Speicherpunkte sind zumindest meistens relativ fair verteilt, finde ich. Und guck mal, noch so eine Vogeltür, die wir wahrscheinlich nicht aufmachen können. Hä, Moment mal. Zoe, hast du schon wieder versucht, dich im ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nach dem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen. Und was planst du, meinem Altar einzustellen? Du lässt besser deine dreckigen Finger davon. Niemand berührt meinen heiligen Altar. Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe? Du armseliges, verwöhntes Kind. Ich wünschte, du wärst nie geboren. Alter, geboren worden. Unausstehlich, armselig, aber immer so herabschauend auf uns und versuchst, dein Zuhause zu verlassen. Nach allem, was wir für dich getan haben. Armselig, armselig, armselig. Wenn du meinem Altar auch nur anfasst, schneide ich dir die Brust ab und serviere sie dir als Steak. Ach du. Moment mal.
So. Das ist irgendein. Warum sind die Buchstaben groß geschrieben? Da stimmt irgendwas nicht. N-E-S-T-E. Zu Hause. Ich check's nicht ganz. Aber das ist irgendein Code oder sowas. Bestimmt. Und schon ist unser Inventar wieder voll. Das ist unglaublich. Unglaublich. Ah, guck mal. Ja, hier können wir wahrscheinlich die Kurbel reinlegen, oder? Okay, können wir nicht. Ich habe mich mal wieder geirrt. Hä? Ah. Noch mehr Brennstoff für einen Flammenwerfer, den wir nicht besitzen. Und komische, eklige Sachen höre ich schon wieder irgendwo. Auch wenn ich nicht weiß, wo. Oh. Ja, von da kommen wir doch. Das wäre das Schwachsinn, jetzt wieder zurückzugehen, verdammt. Aber jetzt, nee, wir haben die Kurbel. Wir haben eigentlich doch das, was wir wollten. Okay, jetzt zurück. Uah. Ganz ehrlich, es wäre ein Wunder, wenn wir danach nicht infiziert sind. Okay, wofür können wir die Kurbel gebrauchen? Oh nee. Müssen wir da wirklich durch oder können wir hier noch irgendwas machen? Natürlich müssen wir da durch. Warum frage ich überhaupt? Ach Mann. Ah! 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 Boah, jedes verdammte Mal erschrecke ich mich zu Tode. Nein. Nein. Oh, jedes Mal. Das zieht so, weil ich so laut habe. So, wo können wir diese Kurbel anbringen? Wenn ich das wüsste, wäre mir schon wesentlich wohler. Ist ja gut. Was habe ich aufgenommen? Ah, noch mehr Chemie. Wo? Wo müssen wir diese scheiß Kurbel anbringen? Ich verstehe es nicht. Das ist eher das zweite Mal, dass wir diesen Jungen auch nochmal sehen. Der mindestens genauso crazy ist. Okay, wir können hier offenbar nichts machen. Wir müssen zurück in dieses ekelhafte... was auch immer. Ja. Kommt her! Nein! Ach shit! Mann, wir hatten es fast. Solange ihre Desk intakt sind, werden ständig neue Insekten auftauchen. Schießen sie in den Mess, um einfach mal zu stoppen. Okay.
Ja, würde ich gerne, aber das ist... weggeklickt, shit. Okay, jetzt weiß ich zumindest, wie ich diese... Was ist denn so passiert? Ne, ich hab die Kurbel. Ich muss nicht nochmal zurück. Oh, zum Glück hat er hier gespeichert. Ich habe ja noch gesagt, das ist zum Glück. Okay, dann weiß ich jetzt wenigstens, wo ich lang muss. Das hilft mir schon mal ungemein. Boah, das ist so widerlich, ey. Es ist so widerlich. Ich bin seit 5 Stunden am Aufnehmen. Ich glaube, ich mache gleich mal eine Pause. Und auf Dauer ist das Spiel doch echt hart, muss ich schon wirklich sagen. Aber ganz ehrlich, Outlast ist ein Scheiß dagegen. Andererseits, Outlast ist noch anders. Das Krass ist halt, dass du dich bei Outlast nicht wehren kannst, immer noch. Okay, nicht erschrecken und... Puh! Lass mich halt nochmal in Ruhe! Boah, ey, Alter! Wo ist sie hin? Alter! Wie fucking unangenehm ist das denn? Erste Hilfe als nein, na wunderbar. Ne Münze, klasse. So, was ist da drin? Krähenschlüssel. Klasse, der hilft uns auf jeden Fall weiter. Okay. Heißt zurück, um in dieses Altar zu gehen. Oh, Mann! Ich am liebsten würde ich den Scheiß leiser machen, aber... Nein, ich will das Spiel in maximalen Schockeffekten spielen. Ja, wir wissen, ich soll nicht hochgehen. Was, Herr Wolf? Ah nein, ich bin vorbeigelaufen, Scheiße. Dann zeig mal. Ganz ehrlich, vor der Mutter habe ich keine Angst. Nee, ganz ehrlich, vor der Mutter habe ich keine Angst. Die ist nur gruselig, aber irgendwie tut die mir nicht allzu viel. Schwaches Weib. Nee, die Viecher machen mir viel mehr Sorgen. Die machen mir viel mehr Sorgen. So. Und jetzt können wir endlich hier hoch. Voll von dir, junger Mann. Du denkst, du kannst einfach reintrampeln und dich an meiner Familie vergreifen? Allein weiß, was du und Joe getrieben haben. Meine Baby!
Du wirst in diesem Loch sterben und du wirst gefallen. Was kommst du davon, dass die Nase in Orte zu stecken, an denen du nichts verloren hast? Nein! Ich bin tot. Nein. In der Grube sind sie gefangen. Wie in einem riesigen Insektennest. Schalten Sie mal. Oh, wie soll ich so schnell lesen, verdammt! Okay, dann haben wir unseren nächsten Bosskampf da. Ob wir den allerdings jemals schaffen werden und wie wir gegen diese scheißen Insekten vorgehen können, erfahren wir erst in der nächsten Folge. Ich habe mich gefreut, dass du wieder zugeguckt hast. Würde mich freuen, wenn du mir einen kleinen Kommentar hinterlässt, wie du das Spiel bisher findest, ob es dir immer noch gefällt. Mir persönlich gefällt es auf jeden Fall immer noch. Kleine Bewertungen da lassen vielleicht in Form eines Daumen nach oben oder unten. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann wie immer im nächsten Part bei Resident Evil.